Aber das alles nicht schlimm, denn einer ist heute Abend hier und der wird mich heute Abend bei dieser Weltpremiere, bei dem Lied begleiten. Und ich freue mich sehr, dass er den weiten Weg aus Peru nicht gescheut hat. Begrüßen wir ihn aus Peru. Hier kommt aus Peru Helmut Sanftenschneider. Guten Abend, Herr Sanftenschneider. Buenos dias, Señor König. Ja, bevor wir uns verquatschen, fangen wir am besten direkt mit dem Lied an. Ich sag vielleicht noch kurz was zu Herrn Sanftenschneider, damit ihr einen Eindruck bekommt. Herr Sanftenschneider, ich kann gar nicht hingucken. Herr Sanftenschneider ist ein großartiger Musiker. Herr Sanftenschneider hat über 3 Jahre lang, hat er in Peru, in der Fußgängerzone, sich ein Wolf geschrammelt. So, komm. So, und ja, dann hatte er den Rückflug zusammen. Halbes Jahr später auch die Mütze. So, und wir wollen das Lied jetzt hier vormachen. Ja, ist ein Lied geworden zum Nachdenken, aber gewiss auch ein Lied zum Mitsingen. Und wer will, kann bei dem Lied gerne nachdenken. Also ich werde auch auf jeden Fall mitsingen. So. Es ist ein Lied über einen Mann aus Frankreich. Okay. Ein kleiner Franzose verprügelt eine Frau. Er schlägt über Jahre sie gelb und grün und blau. Da springt sie aus dem Hochhaus. Und wer war schuld daran? Der kleine Franzose in seinem Prügelwahn. Da springt sie aus dem Hochhaus. Und wer war schuld daran? Na, der kleine Franzose in seinem Prügelwahn. Ein kleiner Franzose vergiftet seinen Wein. Und dann lädt er Kollegen und Freunde zu sich ein. Sie alle müssen sterben. Und wer war schuld daran? Der kleine Franzose im Zyankali-Wahn. Sie alle müssen sterben. Und wer war schuld daran? Der kleine Franzose im Zyankali-Wahn. Der fiese Möb. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst eskaliere ich gleich.
Ein kleiner Franzose ist schließlich auf der Flucht. Und er wird allenthalben steckbrieflich gesucht. Er rast mit seinem Wagen vor einen Pfeiler aus Beton. Der kleine Franzose, das hat er nun davon. Er rast mit seinem Wagen vor einem Pfeiler aus Beton. Der kleine Franzose, das hat er aber auch nicht besser verdient. Dankeschön.